Hallo Leute, willkommen zum zweiten Part, wie ich meine Videos mache. Und ich zeige euch heute einfach mal, wie man mit Adobe Premiere, wie man damit rendert, also wie ich damit render. Und ja, ich werde es vielleicht noch zu Sony Vegas und zu Magix und so machen, wenn ihr wollt, also zu jedem Programm. Das Programm ist auch recht einfach zu bekommen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, also wenn ihr das Programm startet und dann geht ihr da auf neues Projekt, dann kommt ihr hierher. Dann lasst ihr alles so, wie es ist. Also, beziehungsweise schreibt es euch so ab, wenn es nicht so ist. Geht ihr auf OK. Blablabla, bla. Das wird wahrscheinlich bei euch nicht kommen. Dann müsst ihr auf das hier gehen, DVC Pro HD, dann ganz nicht 1080p und das hier. Allerdings ist das recht egal, weil ihr das nachher sowieso noch ändert. Ja, drückt ihr auf OK, dann wartet ihr kurz. Genau, dann kommt ihr hierher und dann braucht ihr jetzt die Dateien. Hier habe ich mal das WCS, also Weg zum Shogun Folge 11. Von Aula City und dann habe ich hier dann wahrscheinlich ja genau das 24 Minuten Ding, das ist der zugehörige Ton. So, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das herausbekomme, aber wir müssen nicht in dieses 5.1 Ding ziehen. So, jetzt höre ich es mir immer noch kurz an, ob wie das alles ist mit dem Sound, ob der stimmt. Dazu kommt geht man ins Audio Mix Menü und dann gucke ich auch noch, ob Hallo halbwegs Leute synchron und ist. willkommen zur 11. Folge Weg zum Shogun. Ich habe gerade eben die 10. Folge freigeschalten, naja, vor einer halben Stunde. Und ich habe doch schon fleißig Kommentare geschrieben und einer hat mich auf einen Rechtschreibfehler aufmerksam gemacht. Den werde ich gleich mal beheben und zwar Ja, das BK ist ziemlich synchron. Das hört man am Taschengeklicke. Ich glaube um 0, irgendwas Sekunden, aber das ist ja egal. Solange es nicht allzu fatal ist und es merkt ja auch keiner, ist jetzt nur, wenn es 1 Sekunde oder so ist. Dann gehe ich immer Ja. ins größten Schlachtengetümmel rein und gucke, wie laut da der Ingame-Sound ist. Und wenn man da noch lauter machen könnte, dann mache ich ihn noch lauter. Weil mir ist immer wichtig, dass ich lauter bin wie der Ingame-Sound, aber der Ingame-Sound sollte man natürlich trotzdem hören. So um es richtig genau. Zack. Und ihr habt die Folge wahrscheinlich schon gesehen, also ist Boah, das ja hier rechts jetzt kein sieht's sehr gut Spoiler. aus. Haben jetzt die So, den Yari-Ashikawa Ingame-Sound gegen kann man ein seinen bisschen Onkel lauter trainiert. machen. Den General helfen auch mal ein bisschen nach. So. Ja, ich mache wieder komische Geräusche, aber naja. Ding, was Moral-Ding brauchen wir jetzt noch nicht. Aber dann eher ein bisschen später. So, okay, jetzt passt. Normalerweise nehme ich mir da ein bisschen mehr Zeit, aber jetzt für Tutorial-Zwecke mache ich das anders. So, und dann geht ihr auf Datei. Wo geht's nochmal genau? Speichern unter. Dann WZS Folge 11. Fast. Fertig. So, speichert ihr das. Dann beendet ihr das und dann gebt ihr einen Encoder. Genau hier. Und dann wartet ihr, bis der sich öffnet. Nehme ich eigentlich auf? Ja, gut. Weil das passiert mir manchmal, dass ich nicht aufnehme. Das ist dann recht bitter. Aber naja. Genau, und dann müsst ihr das WZ. S, oder wie ihr es auch immer nennt, da reinziehen, Sequenz 1 auswählen, auf OK drücken, dann macht ihr das Ganze auf Vollbildmodus, dann kommt ihr hierher, geht ihr auf Webvideo, YouTube und dann, je nachdem was ihr wollt, 27p 29,97 oder Entschuldigung, 1080p 29,97, ich zeige es euch jetzt bei 1080p, dann, ob es jetzt euch gefällt, tut mir leid, macht das nicht, ihr löscht die raus, was da irgendwas ist. Entschuldigung, habe ich gerade gefehlt. So, wählt es aus und dann nehmt ihr das einfach und zieht es hier drauf, nicht runter, sondern da drauf. Genau. Und jetzt müsst ihr noch da drauf klicken. Da könnt ihr speichern, könnt ihr gucken, wo ihr es hinspeichert. Zum Beispiel WZS Folge 11. Fertig. So, da speichern wir es hin. Dann könnt ihr da drauf klicken, um noch ein bisschen was zu editieren. Hier seht ihr jetzt den Ausgabenamen nochmal. Und dann hier, ganz wichtig, dass das alles stimmt, aber es wird normal verstimmen. Dann hier Seitenverhältnisse, da müsst ihr auswählen, damit es halt keine schwarzen Ränder gibt. Also in meinem Fall ist das quadratische Pixel. Dann das hier müsst ihr so lassen, sonst ist das für YouTube nicht mehr so gut. Dann hier mache ich immer 5.1. Dann Ränder mit maximaler Tiefe. Es verbessert die Videoqualität, aber dafür rendert es um einiges länger und ich muss euch gleich sagen, es rendert ewig. Die Leute, die auf Facebook bei mir gefällt mir gedrückt haben und meine Nachrichten ab und zu lesen, die wissen, was ich meine. Dann hier Bitrate 8000. Ich würde gerne mehr machen, aber YouTube lässt leider nicht mehr zu. Und jetzt kommt es drauf an. Also wenn ihr sowieso schon ewig braucht, würde ich euch nicht VBR 2 Durchgänge empfehlen,
Weil VBR zwei Durchgänge bedeutet, dass er es sozusagen zweimal macht und das dauert dann halt bei mir bis zu 15 Stunden. Aber da ich das sowieso über Nacht render und morgen früh in der Schule bin, kann ich das ruhig machen. Und ja, dann das braucht man eigentlich nicht, das könnte man so lassen. Dann bei Audio, da müsste eigentlich auch nichts ändern sein. Der Voice jetzt irgendwie in 5.1 oder so. So, dann mache ich ihm meist noch 256 rein. So, ist das hier auch alles so und sonst das hier auch alles so wie es ist. Auch hier maximale Renderqualität rendern und dann drücke ich einfach auf OK. Jetzt kommt das Geile an diesem Programm: Ihr könnt hier anfangen mit Rendern, könnt ihr pausieren, wieder weitermachen etc. Dann steht hier, wie lange ihr das schon macht, da, wie lange es noch ungefähr dauert und ich kann euch gleich sagen, während es rendert, ist zumindest bei mir extrem ausgelastet. Mich wundert, dass das Aufnahmeprogramm gerade noch läuft. Ja, so ziemlich ausgelastet. Könnt ihr nichts mehr machen, aber ihr könnt es ja pausieren und das kann wirklich sich um mehrere Stunden handeln, bis das fertig ist. Allerdings ist die Grafik danach recht gut. Das Video ist, sagen wir mal, normal groß, aber es ist halt für maximale Qualität. Also wenn ihr wirklich maximale Qualität wollt oder einen richtig geilen Rechner habt, der übel schnell rendert, dann würde ich euch diese Methode empfehlen. Wenn nicht, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr wartet, bis mein Sony Vegas wieder tut. Vielleicht gehe ich auch mal irgendwo hin und nehme da das Tutorial auf, weil es bei mir ja gerade nicht tut. Und damit zeige ich euch, wie man damit rendert, weil es geht um einiges schneller und sieht genauso gut aus. Wobei fast so gut, ihr seht jetzt hier jetzt 8 Stunden. Das kommt ungefähr hin. Springt zwar jetzt runter, aber später wieder hoch. Und ja, ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Natürlich rendern die wenigsten Leute mit dem Programm, vielleicht jetzt ein paar mehr. Grafik ist auf jeden Fall extrem gut, fast 1 zu 1. Wenn es euch das wert ist, also ich meine jetzt, wenn ihr ein YouTuber seid mit 20 Abonnenten, ist das nicht notwendig, aber oder. Es ist vielleicht notwendig, wenn ihr von Anfang an gute Qualität haben wollt, oder es ist jetzt zum Beispiel, wenn ihr welche Montagen oder so machen wolltet, oder irgendwas, was halt gute Grafik braucht, dann würde ich euch die Art des Renderns empfehlen. So, das war's dann jetzt auch schon wieder von mir. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und weitergeholfen hat. Und ja, ihr könnt ja Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas nicht gepasst hat oder sonst irgendwas. Also dann, ciao Leute.